Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Mir kommen immer wieder Fragen zu und momentan gibt es halt einige Leute, die behaupten, früher Muslime gewesen zu sein und die dann ganz gehässig negativ über den Islam reden und denken dann, sie kommen mit voll den Burnern. Ich sage euch nur, wir haben schon vor 10 Jahren alles widerlegt. Es kommen ab und zu hier mal da ein paar Kleinigkeiten, was Neues, das zeigt nur die Verzweiflung, dass das, womit wir vorgekommen sind, beziehungsweise was wir vorher widerlegt haben, dass das nichts gebracht hat. Ja? Aber das Problem ist, bei vielen Muslimen, wenn sie wenig Wissen haben und so einem Schwachsinn zuhören, da kommt direkt der Scheitan. Wie? Guck mal. Nicht, dass da doch ein Fehler ist. Und der Scheitan versucht, ihn in ihr Herz, in ihre Brust einzuflüstern. Erstmal, warum beschäftigt ihr euch mit diesem Müll? Das ist eine Sache, die ich nicht begreife. Der Witz ist immer, ich bekomme dann mal eine Frage und dann bekomme ich dieselbe Frage, die ich in 15 Jahren nicht bekommen habe, mehrmals am Tag. Ja, und es ist eigentlich nichts. Und wenn ich das dann beantwortet habe, ach, atmen die Leute wieder auf und sagen, ach ja, war ja eigentlich gar nicht so. Aber es ist der Burner. Ja, man kommt erstmal mit dem Burner. So. Und ihr müsst euch eins merken, ein Christ, wenn er etwas von den Regeln oder Eigenschaften im Islam kritisiert, findest du immer irgendetwas, zum Beispiel die Regeln, zum Beispiel über Bestrafungen etc., findest du irgendetwas in der Bibel, was nach heutigem Maßstab heftiger ist. Immer. So. Und die meistens beschäftigen die sich genau damit, versuchen die Muslime durcheinander zu bringen. Wenn ein Atheist kommt und sagt, hey, guck mal, das kann doch nicht von Allah sein. Sagen wir, Moment mal, kennst du Allah? Du glaubst doch gar nicht an Gott. Mit dir müssen wir erstmal über die Existenz Gottes reden. Danach kannst du bestimmen, was von Gott kommen kann oder nicht. Weil die Argumente kommen ja immer von diesen zwei Fraktionen. Christen, christliche Missionare, ich rede nicht über jeden Christen, nicht, dass sich jemand angegriffen fühlt, ja, oder von irgendwelchen Säkularisten, Atheisten etc. Auf jeden Fall, heute geht es um einen Vers. Und was wollen sie damit sagen? Sie wollen sagen, das kann nicht von Gott sein. Der Vers ist in Sure 8, Vers 30, ich lese nur hier vor, die Übersetzung. Allah schmiedet Ränke, Allah ist der beste Ränkeschmied. Da kommen sie dann mit einem deutschen Wörterbuch. Ränke, üble, geheime, böse Pläne. Sag ich, guck mal, kann doch nicht von Gott sein. Gott, guck mal, ist das Gott? Gott macht böse Pläne. Erstmal, das ist eure Übersetzung oder beziehungsweise das, was ihr aus einem Wörterbuch raussucht. Zweitens, schaut euch mal den Kontext an. Immer den Kontext beachten. Schauen wir uns den Kontext mal an. Da sagt Allah, und als diejenigen, die ungläubig sind, damit sind die Mekkaner gemeint, gegen dich Ränke schmiedeten, also die schmiedeten Ränke, geheime Pläne, die haben sich getroffen alle zusammen, haben sich beraten, was sie mit dem Propheten machen. Das war kurz, dieser Vers bezieht sich, wir gucken zu Asbab al-Nuzul, die Gründe der Herabsendung, auf die Geschichte, kurz bevor der Prophet a.s.w. zum Ausgewandert ist. Sie haben sich getroffen und haben sich beraten, was machen wir jetzt mit ihm? So. Um dich festzusetzen, yuthbituka, das heißt, um dich festzusetzen, festzunehmen, gefangen zu nehmen, das war der erste Vorschlag, den sie hatten. Haben sich getroffen, Abu Jahl dabei, die ganzen Shayatin der Quraysh, die ganzen Götzenanbeter. Das war das der erste Vorschlag. Wir nehmen den gefangen. Und dann meinten einige, nee, nee, wenn wir den gefangen nehmen, dann machen seine Anhänger einen Aufstand, das bringt nichts. Nächste Sache, ja, oder zu töten, oder zu vertreiben. Am Ende war der Beschluss zu töten, weil sie haben gesagt, wenn wir den vertreiben, dann breiten die sich woanders aus und kommen vielleicht zurück, also töten. Die haben sich, und dann haben sie vereinbart, ihre Ränke geschmiedet, dass sie von jedem Stamm einen Jugendlichen nehmen, einen jüngeren Mann, beziehungsweise einen jungen Mann nehmen und gleichzeitig in das Haus des Propheten eintreten, beziehungsweise wenn er aus seinem Haus rauskommt und jeder sticht gleichzeitig mit seiner Waffe zu. Warum? Damit der Stamm des Propheten
von all, nicht mit allen Stämmen es aufnehmen kann, sondern sie müssen dann Blutgeld bezahlen. Das ist also sozusagen, jemand ist gestorben, die anderen müssen dann Blutgeld bezahlen. Das heißt, alle Stämme tun sich zusammen, wir töten den, die können sich nicht mit uns anlegen. Das heißt, das ist ihr Plan gewesen. Das waren ihre Ränke, ihre üblen Pläne. War das gewesen, ihre Pläne im Verborgenen, den Propheten so zu töten? So, was ist passiert? Allah hat dem Propheten a.s. durch den Engel Jibril Bescheid gesagt, was die vorhaben. Und der Prophet a.s. ist dann ausgewandert. Die ganze Auswanderungsgeschichte, aus welcher Tür er rausgegangen ist, zu welcher Tageszeit er rausgegangen ist, wie er sich getarnt hat, wie er in die Höhle gegangen ist, sich dort 3 Tage versteckt hat, wie er nach Medina ausgewandert ist, an der Küste entlang, anstatt mitten durch das Land. Ja, dass er Leute hatte, die die Spuren verwischt haben, wo er in der Höhle war und sich dort versteckt hat, wo gesagt wird, dass Spinnen, die da die Höhle zugemacht haben. All das ist dann passiert. Und das sind die Ränke. Und was ist dann passiert? Dann kam der Prophet in Medina an und später kam der Prophet zurück und hat diese Leute, die ihn töten wollten, erobert. Und was hat er gesagt? Idhabu fa'antum tulaka, geht, denn ihr seid frei. So. Das heißt, das sind die Pläne von Allah gewesen. Das ist der Plan. Das sind diese üblen Pläne. Da kommt der Missionar und sagt: Das kann doch nicht von Allah sein. Das kann doch nicht von Gott sein. Muslim, denk doch mal nach. Hallo? Was ist denn der Kontext hier? Ja, so hier. Aber Allah ist der beste Ränkenschmied. Natürlich, Allah ist der beste Ränkenschmied. Warum? Weil sie Pläne gemacht haben und Allah hat seinen Plan dagegen gemacht. Ich lese mal hier vor, was der große Gelehrte Shawkani im arabischen Tafsir dazu sagt. Sie schmieden Ränke und Allah schmiedet Ränke. Al-Makar, at-Tadbiru fil-Amri fi-Khafiyya. Fi-Khafiyyatin. Das heißt, eine Angelegenheit zu lenken im Versteckten. Okay? Das heißt, Allah hat das im Versteckten gelenkt. Das ist nicht eure Übersetzung aus einem deutschen Wörterbuch. So, dann, wal-Ma'ana. Und die Bedeutung davon ist, dass sie verdeckt haben, wie sie den Propheten befeinden mit ihren Plänen. So hat Allah sie bestraft, genauso mit ihrem Pl und ihre Pläne zurückgeworfen auf sie. Ja? Das heißt, das, was sie geplant haben, ist schiefgegangen und auf sie zurückgegangen, weil der Prophet dann halt gewonnen hat. Wallahu khairul makirin, Allah ist der beste Ränkeschmieder. Ey, das heißt, el-mujazina li-makirin, der die Bestrafer, der diejenigen bestraft, die die Ränke schmieden. Das ist die Bedeutung von dem Vers. Leute, und was habe ich eben gesagt? Wenn ein Christ kommt und sagt, das kann doch nicht von Gott sein, dann sagen wir, okay, gucken wir mal die Bibel an. Genesis 6, Vers 6, lieber Christ. Es reute also den Herrn im Herzen, dass er den Menschen erschaffen hat und es tat ihm in seinem Herzen weh. Gott tut es im Herzen weh, dass er den Menschen erschaffen hat, hat Schmerzen. Und Gott wusste nicht, was der Mensch vorher macht, deswegen hat er das bereut. Das heißt, Gott ist nicht allwissend. Hier, Genesis. Ja. Denn mit Gott und Mensch hast du gerungen zu Jakob und du hast gewonnen. Also Gott hat im Ringen verloren gegen Jakob. Dann wird gesagt, ja, aber das ist das Alte Testament. Das Alte Testament ist laut Christentum von Gott. Hier wird Gott beschrieben. Wenn ihr über die Eigenschaften Gottes redet, die sind im Alten Testament vorhanden. Denn gesehen, kommt nicht zu uns ins Buch und sagt, guck mal, das kann ja nicht von Gott sein, weil er Ränke schmiedet. Ohne den Kontext zu beachten, einfach für dumme Muslime, die keine Ahnung von ihrer Religion haben, die unwissend sind, ja, sage ich besser, nicht dumm, sondern unwissend sind, einen Teil eines Verses ohne Kontext, ohne geschichtlichen Kontext raussuchen und selber nicht auf das eigene Buch achten und dann, guck mal hier, was im Koran steht. Hier, okay, Neues Testament, Jesus ist Gott, laut Christentum Gott. Was ist passiert? Neues Testament. Gott hängt am Kreuz und sagt, hier, um die 9. Stunde rief Jesus, der angebliche Gott ist, Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das heißt, Gott ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Guck mal,
Jeder, der das glaubt, dass Gott ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen, kann im Jenseits nicht mit Erfolg rechnen. Denn das ist eine Beleidigung Gottes. Das ist eine Beleidigung. Du redest davon, dass das nicht die Eigenschaften von Allah sein können. Sie schmieden Ränke und er schmiedet Ränke. Dann lernt man den Kontext und er ist der beste Ränkeschmieder. Aber das kann von Allah sein? Das kann Gott sein? Das ist Gott? Jeder, der normal ist und nicht vom Dschinn besessen, ich würde die Leute auffordern, lasst mal Rukya bei euch machen. Exorzismus. Lasst mal jemanden den Koran über euch lesen. Wer weiß, wie viele Shayatin aus euch rauskommen werden. Es ist ganz klar. Jeder, der das glaubt, ja, wie gesagt, was soll ich sonst sagen? Guck mal, ich antworte jetzt auf die, die den Koran angreifen. Ja, weil dann wieder Muslime rauskommen, ja, warum redest du so? Ich antworte auf die, die meine Religion angreifen, die meinen Propheten beschimpfen und beleidigen. Auf die antworte ich. Und so wie man im Wald hineinruft, so schallt es auch hinaus. Und dann muss man Klartext reden und Sachen klar auf den Punkt bringen. Hier, es ist klar wie die Sonne. Hier, ich lese euch auch mal die Übersetzung vor bei Mohammed Assad. Übersetzung hier. Und gedenke, o Prophet, wie jene, die daraus aufwachen, die Wahrheit zu Leuten gegen dich Ränke schmiedeten, um dich am Predigen zu hindern oder dich zu töten oder dich zu vertreiben. Also haben sie ihre Ränke geschmiedet, aber Gott macht ihre Ränkenschmiede zunichte, denn Gott ist über allen Ränken geschmieden. Das ist seine Übersetzung. Auf jeden Fall. Möge Allah uns bewahren, möge Allah uns die Wahrheit befolgen lassen und zeigen und befolgen lassen. Und ich entschuldige mich bei jedem Christen, der sich angegriffen fühlt. Das war für Christen gewidmet, die versuchen, unsere Muslime, die keine Ahnung von der Religion haben, durcheinander zu bringen mit ihrem blöden Gelaber. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.